Fisch, 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 Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Die Fisch- und Fangprofiliga wird Ihnen präsentiert von Berkeley – Catch More Fish. Hallo, liebe Fisch- und Fangzuschauer. Das Los hat es so gewollt, wir treffen uns hier heute zum großen Nord-Süd-Dialog. Ich bin gespannt, ob die Bayern auch im Fischen so dominieren wie beim Fußball. Aber sie haben hier einen hartnäckigen Gegner, Jörg Strelow, bekannt als Raubfischexperte hier an der Elbe. Das ist sein Heimatgewässer. Also mal sehen, wie es ausgeht. Wir wollen nicht hoffen, dass die Bayern so dominieren wie im Fußball. Nee, das hoffe ich auch nicht. Also kein Levi machen heute, bitte, Herbert. Okay. Wo befinden wir uns heute hier, Jörg? Wir sind in der niedersächsischen Elbtalaumina und haben uns ein Stück rausgesucht, wo wir vermutlich schön unsere Ruhe haben heute. Ne? Keine anderen Angler treffen. Und wir haben einen strukturierten Bereich mit etwas flacheren und tieferen Buhnen, weil man bei solchen Bedingungen nie genau weiß, wo sie stehen. Kein Wind, keine Welle. Ja, spannend. Bist du trotzdem optimistisch? Immer. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt fair zueinander, was ich auch glaube. Ja, Angelzeiten stehen fest. Ich würde sagen, wir starten. Petri, heil euch beiden. Möge der Bessere gewinnen. Attacke. Noch liegt morgendlicher Dunst über der Elbe, als unsere beiden Angler ihre Köder an diesem Tag das erste Mal Richtung Grund schicken. Während Herbert noch nie an einer Buhnenstrecke gefischt hat, kennt Jörg seine Elbtalaue natürlich wie kein zweiter und weiß genau, welche Fischarten heute zu erwarten sind. Ja, also der Zanderiner wird der Fisch, der an so einem Tag wie heute, ne, niedriges Wasser, klares Wasser, starke Sonneneinstrahlung, vielleicht das Zünglein an der Waage werden kann. Ne? Also bei allem Vertrauen in mein Revier hier als Zanderrevier, ich glaube fast, dass das erst zum Abend passieren wird. Okay. Das bedeutet, ich muss, ja, so im Gegensatz zu dem, was man von mir kennt, heute sehr flexibel fischen. Mhm. Muss schauen, dass ich auch mit kleineren Ködern vielleicht versuche, einen Rapfen und Barsch zu fangen. Okay. Und gehe sehr davon aus, dass wir ein Hecht kriegen. Deshalb heute auch Art Mono. Ne? Also da wollen wir nichts dem Zufall überlassen und wirklich dann auch schauen, dass wir den Kameraden rauskriegen, wenn er zupackt. Ich wünsche dir viel Glück. Tausend Dank. Herr Herbert, für dich ist das ja absolutes Neuland hier an der Elbe, nicht? So auf Buhnfischen kennst du ja gar nicht von zu Hause. Na, totales Neuland. Ich bin ja gestern auch mal Probefischen gemacht und ich fische das erste Mal auf einer Buhne. Ja. Und ich bin nicht der Favorit und das tut auch mal ganz gut. Wenn ich da heute was fangen sollte, dann habe ich mal ein Glück gehabt. Also. Naja, du bist ja ein erfahrener Angler, du hast dich gut vorbereitet. Ich habe gesehen, du hast selber hast tote Köderfische mit, du hast relativ kleine Köder gewählt, dein Gerät stimmt. Ja, ja. Und du bist top vorbereitet, du bist ein erfahrener Angler. Also ich glaube, du hast schon deine Chancen. Und ein erfahrener Angler kennt sich in jedem Gewässer aus und du wirst auch hier zurechtkommen. Ja, zurechtkommen. Hinter irgendeiner Buhne werden mit Sicherheit irgendwo ein Zander oder ein Hecht oder ein Barsch stehen. Und du hast ja beim Trainingsfischen auch schon Kontakt gehabt. Ja, ich habe einen Hecht gefangen und zwei Barsche. Das ist ja. Und naja, Zander soll es gegen Abend geben. Wollen wir hoffen. Auf alle Fälle wünsche ich dir viel Glück, wenn du dich hier nicht zurechtfindest. Und wenn ich dich nachher gar nicht mehr verstehen sollte, dann begrüße ich dich in Plattdeutsch. Dann verstehst du auch nicht, dann wird man mal sehen, was du was fangst. Viel Erfolg. Ich schreie auf alle Fälle, wenn ich was fange. Alles klar. Und wir sind sofort da mit dem Kescher oder mit der Messlatte. Ich wünsche euch viel Glück. Danke. Hoffe, dass das klappt. Kaum ausgesprochen erfüllt sich Horsts Wunsch prompt. Herbert greift zum Kescher und netzt einen schönen Hecht ein. Damit geht der Oberbayer natürlich in Führung und hat allen Grund zur Freude. Petri, Dank. Das ging ja gut los hier, du. Ja. Leg dir noch vorsichtig mit dem Kopf vorne gegen, Herbert. Nur eben, dass er vorne gegen kommt. Ja. 56 cm. Hätte ich das bloß nicht berufen. Der FC Bayern legt hier gleich los wie die Feuerwehr. Gleich nach 7 Minuten 1:0. Wollen nicht hoffen, dass er so beibleibt. Ja, Jörg, da hat der Herbert gleich mal einen vorgelegt. Da hat er schon mal einen rausgeömmelt, ne? Wie ist das für die Psyche?
Ja, du, also Hechte, Ina, gibt's hier. Man kann an jeder Buhne anfangen. Ja, ist ja auch ich noch alles wage drin, jetzt mal die Prognose, dass das auch nicht der ist, der in die Wertung kommt beim Herbert. Okay. Ja, also 56 naht er jetzt, glaube ich. Da wir kommt sollten also schon noch irgendwie was hinkriegen, was über 60 noch zu kriegen. Aber klar, ja, schön, das zeigt, dass der Fisch in Bewegung ist. Das weiß man bei solchen Verhältnissen auch nicht immer, ne, wenn es so still ist. Ja. Und ich hätte ihn auch gern gefangen, ne? Aber glaube dann nehme ich halt den nächsten wieder. Richtig. Doch auch der nächste Biss und damit der nächste Hecht geht auf Herberts Konto. Wieder war das Trachkovic-System der Schlüssel zum Erfolg. 56 hatte der erste. Ja. Ja, schau. Der hat 62. Ja. Ja, 61. 61. 61? Ja. Herbert angelt natürlich nicht händlerfreundlich, da den Hänger, und um den nicht abzureißen, ist er hierher gelaufen, hat von der anderen Seite gezogen, hat aber trotzdem abgerissen, hat dann umgestellt auf sein Trachkovic-System, also mit dem toten Köderfisch, und gleich beim zweiten Wurf hat er ein Hecht gefangen. Also ich befürchte, das Lewandowski-Syndrom schlägt hier durch. Er führt jetzt schon 2-0 innerhalb von einer knappen Dreiviertelstunde. Herbert, dieses Trachkovic-System, das lässt du nur durchsacken und leierst durch, nicht? Nein, das kannst du führen, wie du möchtest, weil der Köder hat natürlich keine Eigendynamik und jetzt machst du kurze Sprünge, so schaut er kurze Sprünge. Du kannst den auch jetzt so, schaut auch super aus. Ja. Siehst du das? Ja, genau. Der, oh, ja, der arbeitet richtig, also arbeitet ja kein Gummifisch, weißt du? Also, wie schwer hast du jetzt drauf? Ach, Krampf. Und die Schnurstärke? Also 14er geflochtene und vorne habe ich 28er Monofile und vorne einen Bissschutz habe ich einen 75er Flurkarbon. Also schon eine ausgeklügelte Methode, ne? Also dieses Naturköder hat natürlich den Vorteil, was du hast, auch noch mal den Duft, nicht, gegenüber dem Gummifisch. Ich habe schon gedacht, dass das von Vorteil sein könnte hier, dass das zum Schlüssel wird. Damit liegt Ina zumindest für den Moment gar nicht so falsch. Das Wasser der Elbe ist extrem klar, der Wasserstand niedrig und damit scheinen die Bedingungen wirklich ideal, um es mit Naturköder zu versuchen. Auch wenn die Montage des Köders auf dem System natürlich nicht ganz so schnell von der Hand geht wie das Aufziehen eines Gummifisches, gibt der Erfolg Herbert bislang recht. Dass der Oberbayer aber auch mit Kunstködern umzugehen weiß, zeigt sich an einer der nächsten Buhnen. Hecht Nummer 3 für Herbert. Lewandowski hat wieder zugeschlagen. 3-0 in der ersten Halbzeit. Hätte ich das heute Morgen bloß nicht besprochen. Also Hechte gibt es an der Elbe genug. Scheint auf alle Fälle so. Wieder Trachkovic? Nein, Gummifisch. Immer im Switch. Einmal Gummi, einmal Trago. Aber jetzt brauche ich den Barsch. Und genau diesen Barsch geht Herbert in den folgenden Minuten an. Mit kleinsten Gummis hofft er auf den wichtigen Wertungsfisch. Und was soll man sagen? Während Jörg noch grübelt, geht auch dieser Plan auf. Schnell ran hier! Hat er ab 10 cm drauf. Der hat ungefähr 8, 9. Ja, war der Wert 10 cm? Nein, 9. Nee, der ist erst über 9 weg. Ist also, er vorne gegen? Nein, jetzt. Ja, ist über 9 weg. Okay, 10 cm. Vielleicht ganz wichtig. Danke. Die Bayern werden mir allmählich unheimlich. Fast unheimlich sind dann auch die folgenden Minuten. Nach dem Barsch von Herbert, der seinen Vorsprung damit übrigens auf 81 Punkte ausgebaut hat, überschlagen sich kurz vor Mittag förmlich die Ereignisse. Ich habe einen Fisch drauf, aber er hängt. Und wenn du nochmal losmachst, aber sich losschwimmt? Während Herbert einen guten Fisch leider in einem Hindernis verliert, steht Jörg auf dem nächsten Buhnenkopf plötzlich mit krummer Rute da. Magst du hier hoch, komm kurz hin. Da fällt dir schon ein Stein vom Herzen. Hübscher Fisch. Oh ja. Yes! Mensch, das ist ja doch eine Befreiung, ne? Das ist der Active Crowley. Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit ein bisschen zu defensiv gearbeitet. So, was haben wir da? 80. 83. Ich riech nach Hecht, jawohl. Und nicht nur das. Denn dank der 83 Hechtpunkte riecht Jörg nun nicht nur nach Meister Esox, sondern zieht damit auch an Herbert vorbei. Neuer Punktestand 83-81.
Dass dieser Zwischenstand nicht wirklich lange aktuell bleibt, dafür sorgt Herbert. Über 63, 64. Erneut hat ein Hecht bei ihm gebissen und sorgt für den erneuten Führungswechsel. Hartes Rennen hier. Aber irgendwie geht denen ein bisschen Futter ab. Das ist ein bisschen dünne Hechte. Kommt von der harten Strömung, Herbert. Ach so, die müssen so viel arbeiten. Ja. Gerade eben hat Jürgen ein Hecht von 83 cm vorgelegt. Herbert hat hier gebastelt, hat einen Abriss gehabt, hat gesagt, jetzt fange ich mir erstmal den Hecht weg, gleich beim Hecht, ersten Wurf ein Hecht zu 64 cm und führt jetzt mit einem Punkt. Also ein ganz enges Rennen, obwohl Herbert jetzt schon 1, 2, 3, 4 Fische hat und Jörg erst ein. Ne, toll, bringt Spaß. Auf alle Fälle nicht langweilig hier an der Elbe. Auch in der nun folgenden Stunde zeigt die Elbe ihr ganzes Potenzial. Während sich das Messen von Jörgs nächstem Hecht erübrigt, greifen Horst und Herbert schon bald wieder zur Messlatte. Ein Elbbarsch bringt dem Oberbayern weitere Punkte aufs Konto. Junge, das sind ja Kapitale. Ja, richtig geiler, richtig kapitale Fisch. Richtig kapitale. Aber Punktefisch. Ne? Ja, bin da vorne. 19. 19, genau. 19 macht 38, Herbert. Petri Heil. Ne? Petri, Dank. Mit diesen 38 Zählern verbucht Herbert schon den zweiten Barsch an diesem Tag und bringt wichtige Punkte zwischen sich und Jörg. Neuer Zwischenstand zur Mittagspause, 83 zu 102. Wir haben einen Platzwechsel vorgenommen, wir sind Ende Strom abgefahren. Jörg verspricht uns jetzt hier ein paar Zander. Wir hoffen, dass mit Einbruch der Dämmerung... Bitte? Ja, er hat gesagt, also hier wäre die Chance auf Zander besonders gut. Er meint, mit Einbruch der Dunkelheit und wenn die Sonne weiter runter geht, stehen wir hier im Schatten und hat hier schon Zander gefangen. Also die Taktik ist bisher aufgegangen. Wir haben heute Morgen Hechte und Barsche gefangen. Oder zumindest unser bayerischer Kollege. Und hoffen jetzt alle noch auf den Zander, dass wir den Dreier heute voll kriegen. So kurzweilig und fischreich sich die Partie an den Elbtalauen am Vormittag präsentiert hat, so ereignisarm setzt sie sich am Nachmittag fort. Weder Herberts Naturköder noch Jörgs Gummifische können in den nächsten Stunden irgendeinen Elbräuber überzeugen. Vielleicht bringt ja ein Köderwechsel etwas. Jetzt kriegt der Gummifisch wieder eine Chance. Ich switch ein bisschen. Leiert einfach durch. Hat auch schon Hechte gebracht jetzt. Also. Und ich stehe ein bisschen auf so kräftige Farben oder Köpfe. Das ist mittlerweile schon ein Markenzeichen. Auch hier bei klarem Wasser? Ja. Einfach den Fisch einfach nur signalisieren, das ist jetzt was anderes. Mhm. Und vielleicht ein Aggressionsbiss. Ja, wir haben das viel beim Vertikalfischen und die, wo viel Zander vertikal angeln, darum kommt da das Fireball. Fireball, der hat auch immer eine kräftige Farbe. Mhm. Und die haben sich mit Sicherheit dann auch schon mal was gedacht, warum das das machen. Und ich nehme das jetzt auch schon mehrere Jahre her und passt. Super. Wenn ich nicht so einen Kopf drauf habe, dann habe ich irgendwie schon ein schlechtes Gefühl. Ist aber natürlich eine brutale Arbeit. Zweimal grundieren und dann spritzen und lackieren. Ja, bei uns und an der Elbe mit den Steinen, das passt ja sofort. Da geht es halt um die Farbnuancen. Ich habe jetzt da beim Dragovic habe ich eine andere Lackierung und bei den Sachen habe ich wieder eine richtige pinke. Da habe ich noch Chartreuse auch. Wenn das Wasser richtig lehmig braun ist, dann funktioniert eher der pinke nicht. Da fische ich dann lieber Chartreuse. Super. Aber man kann sich halt natürlich beim Angeln auch viel einreden. Aber die Hauptsache ist, man hat ein gutes Gefühl. Man hat ein gutes Gefühl. Das ist das Allerwichtigste. Doch auch die aufwendig lackierten Bleiköpfe bringen in der zweiten Tageshälfte nicht mehr wirklich viel. Die Stunden verstreichen und schon bald legt sich die Dämmerung über die Landschaft. So, ich schaue mir jetzt mal Jörgs Köderboxen hier an. Okay, ein paar Spinner, 2, 3 Wobbler, kleine Auswahl. Und jetzt sehe ich schon, mehr als Essen und Trinken wird da wohl nicht kommen. Wie damals, immer wichtig. Was für die Nerven, haufenweise. Ich glaube, der Jörg wollte hier ein paar Tage länger bleiben. Mensch, hatte ich das auch mit? Hätte ich mal wissen sollen.
So, was haben wir noch? Oh Gott, noch mehr zu essen. Aber Ina, das sind Bananen drin, ne? Fütterst du damit an, oder? Bananen als Glücksbringer. Aber Köder hast du schon mit, oder? Ja, die habe ich in der Weste. Ah, das sind seine Kaulis. Die habe ich schon vermisst. Ja, da kommen wir der Sache schon näher. Noch mehr Blech. Ein paar Wobbler. Was auffällt, wenig schockende Farben. Fast Mikroköder hier. Ah. Und da sind seine neuen Köder. Ohne Weichmacher. Sehr weich, trotzdem. Stinken überhaupt nicht. Sehen gut aus und sollen auch sehr robust sein. Ja, sieht gut aus. Da kommt ein Zander so schnell nicht durch. Sind die schon erhältlich, Jörg? Deine weichmacherfreien? Die Mobis, ja. Okay. Also die sind nicht weichmacherfrei, ne? Sondern? Ohne giftige Weichmacher. Aha. Irgendeinen Weichmacher brauchst du schon, um das Zeug dann geschmeidig zu kriegen. Und in dem Fall. Aber sind das denn biologische? Genau. Okay. Babyöl, Ina. Babyöl? Ja, die Babypflege. Also, was man seinem Liebsten gibt, seinem Kind, kann man auch den Fischen geben. Also Jörg hat uns gebeten, jetzt uns ruhig und leise zu verhalten. Wir dürfen auf keinen Fall auf die Buhne gehen. Wir müssen in einem gehörigen Abstand bleiben. Jetzt kommt die große Stunde. Er hat sich selbst unter Druck gesetzt. Er erwartet jetzt die Zander. Und wir sollen absolut still sein, dürfen nicht näher rankommen und warten jeden Augenblick auf den erlösenden Ruf Fisch. Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen, einen der erhofften Zander bekommen unsere Angler heute zwar nicht mehr zu Gesicht, dafür aber eine wunderschöne Abendstimmung inklusive Biberbesuch. Die letzte Aktion dieser spannenden Partie gebührt dann noch einmal dem Gastgeber. Jörg kann noch einen weiteren Hecht überlisten, der am Punktestand jedoch nichts mehr ändern sollte. Ja, ich glaub, ihr ja, wir wollen messen. Uns mal nicht beschweren. Fisch ist erstmal Fisch, ne? Und es war ja lange nichts mehr los. Nee, das macht man nicht alles. Die Kleinen, die sind immer ein bisschen giftig. Hey! Da habe ich noch ein bisschen aufgeholt auf unseren bayerischen Freund. Aber eigentlich sollte das jetzt ein Zander werden, ne? Weil jetzt ist die Zeit dafür. Deshalb gleich zurück mit dem Lütten und weiter geht's. Jörg, Herbert, mein Lieber. War super. Kompliment, hat Spaß gemacht mit dir. Super. Gerne wieder, ich freue mich auf die Rückrunde. Wollt ihr das Endergebnis noch hören? Ja, gerne. Ja. 102 zu 83. Ja, da ist ja noch, ist ja noch was drin. Ne? Ja. Wird schwierig. Am Tegernsee möchtest du fischen? Mhm, genau. Tegernsee ist das Revier von mir. Aber ihr habt heute Vormittag, wir haben ja viele Fische gefangen. Ich glaube, wir hatten insgesamt 13 Fischkontakte, also Fische, die wir gesehen haben. Noch ein paar Fehlbisse gehabt. Leider war der Nachmittag sehr zäh. Aber heute bis Mittag war das doch richtig ein erfreulicher Tag. Ne? War Spannung drin, ging immer hin und her. Ja. War ein faires Duell. Das stimmt. Ja, schade, dass die Zander halt nicht noch ein bisschen in Wallung gekommen sind. Ne? Das wünscht man sich schon an der Elbe. Aber das niedrige Wasser, klares Wasser, wir haben ja alles probiert, Herbert. Und du hattest ein bisschen, ich vermute, dass zu 90% war der Zander. Aber da sind halt wenige Chancen und wir kochen ja auch nur mit Wasser. Und aber ihr habt euer Bestes gegeben. Also man muss ehrlich sagen, ich habe fair miteinander gekämpft. Ja. Und es wäre eben bis zum Ende alles möglich gewesen. Den ganzen Tag ging das hin und her, war ein faires, offenes Duell. Ja. Und am Tegernsee wird abgerechnet. Ich freue mich auf die Rückrunde. Ja, ich auch. Na gut, komm, dann satteln wir die Hühner. Packen wir. Da liegt noch ein Lappen. Und das sehen Sie schon in der nächsten Ausgabe. Mit dem letzten Viertelfinal-Hinspiel dieser Profiligasaison stellen wir Ihnen auch die beiden letzten verbliebenen Teilnehmer vor. Es geht an den Rhein, wo Birger Domeyer den Wildcard-Gewinner Horst Schier empfängt.
Wer sich von den beiden Anglern am besten geschlagen hat, erfahren Sie schon in der nächsten Folge Ihrer Fisch- und Fang-Profiliga.